Hallo ihr Lieben, die Gamescom ist vorbei, cool einige von euch getroffen zu haben. Jetzt gibt's die nächste Knallerinfo. Das Mr. Mike EP Turnier 3.0 findet statt und das in nicht mal mehr einem Monat, denn am 22. geht es los bis zum 24. Das Ganze ist ein Wochenende und wenn ihr Bock habt am Turnier mit teilzunehmen, dann ist dieses Video genau richtig für euch. Man kann bis zu 750 Euro im Preisgeld gewinnen. Das Ganze wird von Platz 1 bis 8 aufgeteilt, dazu später mehr. Wenn ihr mitmachen wollt, ganz klar, das Ganze soll ein Mr. Mike EP Community Turnier sein, auf jeden Fall Abonnent sein. Wenn ihr nicht Abonnent seid, abonnieren bitte, damit das gewährleistet ist. Falls ihr Abonnent seid, einfach mal die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Infos zu diesem Turnier. Weiter geht's. Danke auch erstmal an Riot, die helfen mir und unterstützen hier bei dem Turnier. Früher hatten wir andere Internetseiten und mit dem TS und dann gab es ein paar Komplikationen. Diese Seite, die ihr jetzt hier zack eingeblendet seht, hilft uns auf jeden Fall sehr. Das Turnier, wie gesagt, vom 22. bis zum 24. Fragt auf jeden Fall schon mal euren Vater natürlich, eure Mama, euren Terminkalender, ob ihr da könnt. Ohne Scheiß, checkt das jetzt aus, weil wer zuerst kommt, mal zuerst. Diesmal ist es nicht so, dass es ein bestimmtes Datum gibt, wo die Tore geöffnet werden, sondern ab jetzt, jetzt ist das Video online, jetzt kann man sich anmelden, genau jetzt. Und die ersten 512 Teams, die kommen, die werden spielen. So, wie funktioniert das Ganze? Ihr seht hier diese Internetseite, den Link zu dieser Seite schicke ich euch unten in die Beschreibung. Das wird direkt der erste Link, ganz, ganz, ganz wichtig. So, ihr loggt euch auf diese Seite ein. Hier oben seht ihr, ich bin schon eingeloggt mit meinem Account. Und das ist schon mal ganz wichtig. So, direkt hier seht ihr Teamname, Team erstellen. Ihr klickt jetzt ein, ich bin Moritz-Fan. So, mein Team oder Moritz-Fan. Ich habe jetzt irgendeinen Teamnamen erstellt und ich klicke auf Erstellen. Dasselbe macht ihr auch. Wichtig ist, wenn ihr euch auf dieser Seite einloggt, loggt euch mit einem Account ein, wo ihr auch Zugriff auf die E-Mail-Adresse habt, denn ihr werdet später den Turniercode da zugeschickt bekommen und das ist wichtig. So, das Team ist jetzt erstellt. Ihr seht, ich bin Moritz-Fan. Dieses Team steht jetzt fest. Hier habt ihr einen Code. Dieser Code, den schickt ihr euren Freunden und darüber können sie dieses Team joinen. Hier sind jetzt momentan 4 Slots frei. Bei mir werden es dann später, glaube ich, mit 3 Ersatzspielern insgesamt 7, 8, irgendwie 9 Slots. Auf jeden Fall könnt ihr mit diesem Code, den ihr hier in eurem Team habt, Freunde werben. Der Leiter bin jetzt ich und hier werden dann noch weitere Namen erscheinen. Soweit, so gut. Wir gehen zurück auf die Homepage. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall schon mal, wie man ein Team erstellt. Übel simpel. Und ihr wisst, wie ihr die Mitglieder reinpackt. Wichtig ist, ihr müsst Level 30 sein und ihr müsst mindestens 20 Champs besitzen, damit man in der Lage ist, Rank zu spielen oder eben den Turniermodus. Und das ganze Turnier wird ab 12 Jahren sein. Das heißt, alle, die jetzt 11 oder jünger sind, tun mir auf jeden Fall schon mal leid. Wir gehen zurück auf die, ich klicke mal zurück, aktualisiere mal kurz die Seite neu. Und so, ihr seht, wie das jetzt aussieht. Ich bin wieder auf der Seite wie vorhin, nur jetzt habe ich hier ein Team. Und zwar, das Team ist hier immer noch da. Ich kann auch ein zweites Team erstellen. Und ich kann das Team hier nach wie vor verwalten. Links seht ihr, schau später wieder vorbei. Es gibt momentan kein Turnier, in dem man sich anmelden kann. Morgen am Montag um 17 Uhr. Stimmt, also nicht ab jetzt, Entschuldigung. Morgen ab 17 Uhr ungefähr will Riot das Turnier freigeben. Das heißt, hier wird dann stehen, es gibt ein Turnier, in dem man sich anmelden kann, und zwar das Mr. Mike EP Turnier. Das heißt, hier links neben eurem Team wird ein Turnier auftauchen. Da geht ihr rein, meldet euch an, das war's. Sobald 512 Teams sich registriert haben, wird und die Seite von Riot das automatisch durchgecheckt hat, ob die Spieler den Regeln entsprechen, wird ein Turnierbaum erstellt. Und ihr könnt in diesem Turnierbaum dann sehen, seid ihr dabei oder seid ihr nicht dabei. Wenn ihr dabei seid, auf jeden Fall schon mal mega geil, dann geht es für euch weiter. Wenn ihr nicht dabei seid, dann noch nicht verzagen, dann müsst ihr geduldig sein. Weil ich glaube, wie es immer so ist, dass plötzlich 2 Wochen vorher oder eine Woche vorher ein Team sagt, wir können doch nicht spielen und löschen sich hier raus. Falls Plätze in dem Baum, in dem Bracket auftauchen sollten, freie Plätze, kommt auf den Mr. Mike PTS, sprecht uns an. Wir werden euch dann manuell zu dem Turnier hinzufügen können. Also, wenn ihr nicht in den ersten 512 seid, aber plötzlich Teams abspringen, bringen wir euch über den TS wieder rein. Soweit, so gut. Wie geht das weiter? Das Turnier bzw. eure E-Mail wird jetzt wichtig, denn ein Monat
eine Stunde, ein Monat, ja, ist klar, eine Stunde bevor das Turnier losgeht, also am 22. bekommt ihr eben diesen Link zugeschickt und ich zeige euch jetzt mal, wie man dieses Ganze jetzt hier verwerten soll. Dafür mache ich mal ganz kurz mein League of Legends Fenster an. So, wir sind im Klienten eingeloggt und machen folgendes. Wir drücken auf Spielen und dann habt ihr Summoner's Rift, Twisted Tree Line, Aram, Blutmond gibt es momentan, keine Ahnung, ob es später auch so sein wird. Auf jeden Fall, hier oben seht ihr so einen Pokal. Auf diesen Pokal müsst ihr draufklicken. Und da steht Enter Tournament Code. Gib hier deinen Turniercode ein. Das ist genau der Code, den wir euch zugeschickt haben. Dann automatisch über die Right-Seite auf eure Mail. Wie gesagt, checkt auf jeden Fall auch euren Spam-Ordner oder, falls ihr nicht reinkommt. Bei weiteren Komplikationen auch immer wieder auf dem TS. Aber eigentlich sollte das hier klar gehen. Ihr könnt das Spiel auch erst starten, wenn es voll ist und wenn die Spieler drin sind, die auch eben auf der Internetseite eingetragen sind. Das heißt, ihr könnt nicht spontan andere spielen lassen oder Leute spielen lassen, die unter Level 30 sind. Das Ganze wird auf jeden Fall automatisch ausgefiltert. Ihr könnt es natürlich versuchen, aber glaubt mir einfach. So, ihr gebt dann hier den Turniercode ein und kommt dann in eine Lobby, ganz normal. Und sobald, wie gesagt, 10 Spieler da sind, lässt sich das Spiel starten. So, das Spiel wird gespielt. Man kann bis zu 10 Minuten oder eine halbe Stunde, glaube ich, Pause machen. Das Ganze seht ihr dann auch noch im Regelwerk, zu dem wir kommen. Und auf jeden Fall, wenn das nicht gewährleistet wird, macht ein Screenshot davon, kommt auf den TS, sagt, yo, dieses Team hat gegen die Regel verstoßen. Wenn das confirmed ist, dann werden die disqualifiziert und ihr kommt weiter. Ansonsten, wenn ein Spiel vorbei ist, braucht ihr nirgendwo was hinschicken. Riot ist gekoppelt mit diesen Spielen, also diese Internetseite, und erfasst automatisch den Gewinner und den Verlierer. Das heißt, der Turnierbaum wird automatisch ausgefüllt. Das ist schon mal mega geil und nimmt uns sehr viel Arbeit weg. Das Wichtige ist, dass die Spiele erst weitergespielt werden können, wenn alle von der Runde fertig sind. Das heißt, wenn das Turnier losgeht, ich glaube um 17 Uhr, steht aber auch nochmal im Regelwerk, seid am besten schon mal eine halbe Stunde früher da. Glaubt mir, ich kenne das. Wird Runde 512 gespielt. Erst wenn die erste Runde, die erste Spalte vom Turnierbaum fertig ist, kann die zweite gespielt werden. Vorher kriegt ihr, glaube ich, nicht mal den nächsten Link, den ihr braucht, zugeschickt. Alright. Ja, das Turnier geht weiter. Wir spielen halt, wie gesagt, Freitag, Samstag, Sonntag. Am Ende gibt es noch Preise. Im Prinzip habe ich, glaube ich, das Wichtigste gesagt. Es gibt hier auf jeden Fall noch, wie gesagt, ein Regelwerk. Das ist noch nicht 100%, ich glaube, das ist schon auf jeden Fall gut. In dem Regelwerk seht ihr hier, was wird gespielt. Wem das zu schnell geht, Pause machen, nochmal angucken. League of Legends wird gespielt, Fünferkarte wird gespielt, 512 Teams, Knockout-Runden. Erst das Halbfinale und das Finale ist Best of 3. Vorher, wie bei Go for Love, wer es schon mal gespielt hat, immer zack, K.O.-Runde. Wer darf spielen? Hier seht ihr nochmal die Regeln. Wie gesagt, seid auf jeden Fall Abonnent von Mr. Mike P. Wenn euch das Ganze jetzt schon schmackhaft geworden ist, wenn ihr heiß geworden seid, zack, direkt abonnieren. Wer darf spielen? Registrierung, das ist der Link, den habt ihr aber auch nochmal hier unter dem Video. Dann gibt es hier einen Ablauf vom Spiel, auch das habe ich ungefähr erklärt, das Ganze könnte noch verfeinert werden. Und hier seht ihr die Preise. Der erste Platz bekommt 65 Euro in Riot Points plus den triumphierenden Rise Skin. Ich glaube, den kann man gerade momentan gar nicht kaufen, von daher ist das schon mal eine coole Sache. Aber selbst der zweite Platz und der dritte Platz, auch noch der vierte Platz, bekommt 10 Euro Paysafe Card, warum nicht? Und Platz 5 bis 8 bekommt auch jeweils immer 5 Euro Paysafe Card. Das Ganze passiert auch automatisch über die Seite, wenn die Gewinner feststehen. League of Legends braucht meistens so, wer mal Go for Loy gespielt hat, mir ist das auch schon mal passiert, 1, 2, 3 Wochen, bis ihr dann eine Benachrichtigung in-game bekommt und sagt, yo, hey, wir haben Riot Points bekommen. Falls es sonst noch Sachen gibt, kommt auf den TS, da können wir alles safe regeln. Das waren, glaube ich, so die Informationen. Ich habe das relativ schnell runtergerattert. Kerninformationen hier vielleicht nochmal ganz zum Schluss. Turnier 22. bis 24. Die TS-IP bräuchtet ihr auch noch, die kann ich auch noch in die Beschreibung packen. Und ich werde vielleicht noch ein zweites Turniervideo machen. Ich werde gucken, wie sich das Bracket füllt, ich werde gucken, ob das Slots frei werden, ob sich Leute auf dem TS melden. Ansonsten Daumen hoch natürlich für dieses Video, damit wir mit dem TS, mit dem Turnier und der ganzen Aktion einfach wieder eine kleine Reichweite erzielen. Das wäre ganz cool. Ich freue mich drauf. Ich habe schon zwei Turniere gecastet. Wer dabei war, war mega geil. Vielleicht ziehe ich mir diesmal wieder einen Anzug an oder vielleicht werden wir am Ende wieder ein Backfisch-Video machen müssen. Wer weiß. Also, Mr. Mike P 3.0. Turnier soll kommen. Wenn ich doch irgendwas vergessen habe, ich tausche mich da auch nochmal mit meinen ganzen Supportern aus. Wird, wie gesagt, ein zweites Video kommen. Also auf jeden Fall Glocke aktivieren, damit ihr das nicht verpasst. Vor allem, wenn ihr interessiert seid, daran mitzuspielen. Alright.
Ist auf jeden Fall eine feine Sache. Auch danke nochmal an meine Supporter, die das machen, an das Riot-Team, die da mitwirken. Internetseite hiervon in der Beschreibung, relativ einfach zu erstellen. Morgen ab 17 Uhr, das ist die Break-Time. Heute, nutzt heute den Tag, um zu checken, ob ihr mitmachen könnt. Aber morgen ab 17 Uhr sind die Slots offen. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Ich hoffe, es wird eine mega geile Sache. Ich glaube, ich bin mir sicher, es wird eine mega geile Sache. Bisher war jedes Turnier mega geil. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich, euer Mr. MacAP. Ich freue mich auf euch. Alle wichtigen Fragen oder Kerninformationen, die vielleicht noch kommen müssten von mir, auch bitte in die Beschreibung, dann in die Kommentare, genau. Und einen wunderschönen Sonntag euch noch. Haut rein. Macht's gut.